Wenn wir jetzt zum Beispiel Griechenland nehmen, dann weiß jeder von uns, dass dieses Land bankrott ist. Das sind die schon lange. Die hätten nie, wie wir alle wissen, in den Euro reingedurft. Aber jetzt haben wir sie nun mal. Nur wenn Sie die Strukturen Griechenlands sich genau anschauen, dann muss man eigentlich zum Schluss kommen, die werden nie die Schulden zurückbezahlen können. Und der Bevölkerung einzureden, wir geben da nur Garantien und wir helfen denen über die EZB und das wird dann schon und die machen ja brav Reformen und dann wird alles sich in Wohlgefallen auflösen, das kann ich nicht teilen. Die griechischen Schulden müssen vielleicht sogar in Bälde komplett abgeschrieben werden. Mhm. Ich denke, dass man sich jetzt natürlich vor der Wahl, und es ist ja jetzt schon wieder leider, schon wieder spürt man ja, schon offensichtlich Wahlvorbereitungsperiode für die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Und da würde es jetzt der Regierung offensichtlich nicht so ins Konzept passen, wenn man jetzt tatsächlich der Bevölkerung erklären müsste, aus den Garantien, wo wir euch gesagt haben, das werden ja nie reale Verpflichtungen für uns und direkt dann neue Schulden für uns. Wir geben ja nur Garantien und das kostet uns nichts. Eigentlich, das will man jetzt mit kunstvollen Kniffen umgehen. Und wir haben ja jetzt gesehen, es werden wieder 44 Milliarden genehmigt. In Wirklichkeit kann Griechenland im Grunde, wenn man es überspitzt formuliert, nicht mal eine Milliarde Schulden irgendwie tilgen. Die haben gar keine Grundvoraussetzungen für gesundes Wirtschaften. Ja. Ganz selten geben Sie Interviews. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie das hier heute machen. In einer Regel. Und in einem dieser Interviews, die Sie gegeben haben, das wollte ich eigentlich sagen, haben Sie sich sehr stark für einen deutschen Konzernchef positioniert und haben eben nicht gesagt, der Euro ist gut, für den muss man alles tun, der ist für die deutsche Wirtschaft gut und so weiter, sondern haben gesagt, wenn das mit dem Euro nicht funktioniert, wenn wir da nur drauflegen, nur zahlen, dann müssen erstens die Staaten raus, die da nicht reingehören, wie Griechenland. Und wenn das nicht hilft, muss Deutschland aus dem Euro raus. Ganz starke Position. Halten Sie die noch aufrecht? Ja, klar. Ich sehe nicht, dass ich das korrigieren müsste. Das Interview, auf das Sie Bezug nehmen, war im Januar. Und da ja jede Woche Krisensitzung ist, ist zwischen Januar und jetzt schon viel passiert. Und ich bleibe bei allen Aussagen, die ich in dem Interview gemacht habe. Dass Griechenland niemals seine Schulden zurückbezahlen kann und dass Griechenland früher oder später einen Schuldenschnitt braucht und dass Griechenland irgendwann mittelfristig auch austreten muss. Meine Prognose ist, sie werden dann austreten, wenn ihnen die Schulden komplett erlassen wurden. Denn dann haben sie eigentlich das über die Verhältnisse leben, über Jahrzehnte im Grunde uns aufgebürdet und können wieder bei Null von Neuem anfangen, brauchen ihre Nomenklatura, die heute das große Problem ist, was nicht adressiert wird. Das sind die 400.000 Staatsangestellten, die im Grunde das alte, korrupte System aufrechterhalten, um es klar zu sagen, die Steuerhinterziehung der Reichen begünstigen und damit dem Staat gar keine Einnahmemöglichkeiten verschaffen und ausbaden tun es die kleinen Leute, die früher schon im Grunde die nicht gerade Privilegierten waren. So ein Land wird dann natürlich leicht rausgehen können, wenn die Schulden komplett weg sind, dann sind die mit der Drachme viel besser dran, weil die können sie dann auch, wenn es wieder schlecht wird, leichter abwerten.